Recht herzlich willkommen zur 41. Folge von Grand Age Medieval. Ja, der Händler, der ist wohl schon da, Milos Dusan, und dann wollen wir mal gucken, dass wir da die Waren loswerden. Und auf 95% müssen wir kommen, okay. Nee, das können wir kaufen, das bringt da gar nichts. Da sollten wir dort loswerden. 57, aber wir haben was gekauft, das war schlecht, oder was? 67. Das haben sie nicht. Das ist sehr super. Stoffe noch dazu bringt nichts. Aber die Keramik hat einen Punkt gebracht. Die Kohle geht bald auch zu Ende. Wird 2 Punkte gebracht. Und der Wein bringt noch mal so viele Punkte. War jetzt nicht viel, ne? Also was. Ne, mitnehmen bringt da nichts. Ja, jetzt müssen wir mal erstmal Sehr wohl. losziehen. Und schauen, dass wir was Neues kaufen. Also das braucht es wohl. Hemden habe ich da jetzt nicht gesehen. Hier gibt es noch 10 von denen. Die sind auch ganz nett. Und den Honig können wir auch gebrauchen. Fisch könnte vielleicht auch knapp gewesen sein, oder? Ist ja auch jetzt erstmal egal. Einfach mal Exquisit. zurück gucken, wie es da aussieht. Ja, Fisch haben sie wohl da gehabt. Das bringt doch 1 Punkt, 1%. Das hat auch einen gebracht. Hier unten auch einen. Hemden haben sie auch nicht. Und einen. Ah, 77. War jetzt nicht so dolle, ne? Exquisit. Schauen, dass wir noch mehr Klamotten kriegen. Den können wir schon mitnehmen. Die Hemden waren auch gut. Das nehmen wir auch mit. Das auch. Einmal Mit nach Vergnügen. Konstantinopel. Und dann gucken wir da rein, was es da so gibt. Ich glaube, das Bier wäre ganz interessant. Das nehmen sie auch gerne. Ich weiß gar nicht, was mit den Früchten war, aber ich glaube nicht. Das wollten wir mitnehmen, aber wie viel Platz haben wir denn noch? Ja. Die Kohle, den Wein auf jeden Fall. Ich glaube, für Metalle waren sie auch ganz zu begeistern, ne? Und das auf jeden Fall. Gut. Dann Schon bringen wir das erstmal weg und unterwegs. gucken, wie hoch wir das hochkriegen. Wir brauchten ja 95%, das ist verdammt viel, ne? Sechsundsiebzig. 77. Der Honig bringt uns 78. 3 Hemden bringen nix. Hier sind jetzt die Werkzeuge über, das war nix. Tuch bringt nix, aber die Keramik sollte was bringen. 80. Metalle bringt nix. Kohle bringt 1% und der Wein nochmal 1%, 82%. Ist halt momentan viel Hin- und Herlauferei dafür, Mit ne? Vergnügen. Ja, müssen wir schauen, dass wir das hinkriegen, ne? Handel. Den Honig. Sehr wohl. Konstantinopel anreisen. Da nochmal reingeschaut. Den Honig. Jetzt gar nicht drauf geachtet hier, ne? Wir nehmen es mal mit. Mit Gehen noch Freude. nach Wolkipugwerzlaw. Gucken da nochmal rein. Die Kohle. Na, Werkzeug haben sie eigentlich genug, ne? Weiß nicht, ob Salz noch aktuell war, aber ich glaube nicht. Fisch war da. So, gehen wir nochmal Schon zurück unterwegs. und gucken nochmal, was wir machen können. Die 7 nehmen wir noch mit.
Kohle, den Wein auf jeden Fall, die Keramik, das Tuch. Das Bier nehmen wir auch noch mit. Mit Vergnügen. Auf zur nächsten Station, Bursa. Na, die vier noch. Das, nee, das war überflüssig. Nehmen wir die Wolle noch mit und den Tuch. Oder das Tuch. Schon unterwegs. Und weiter geht's. Gucken wir, was jetzt mehr jetzt hat. 80 ist geblieben. Oh, die haben Fleisch produziert hier. Der hätte ja gerne mitgenommen, ne? Also Bier bringt wohl nichts, genau. Salz ist jetzt nicht der Bringer, aber 58 Honig. 3 gebracht. Und Früchte produzieren sie selbst, bringt also nichts. Wir haben noch 40 davon, bringt nichts. Das Tuch ist dann genug. Auch nichts gebracht. 15 davon, bringt was. Wolle ist auch nicht so interessant. Kohle bringt nichts, aber der Wein, der bringt's. 85%. Zurzeit ist Wein, Keramik, Hemd. Naja. Rot wäre noch interessant. Das haben wir nicht hier, oder? Nee. Schon unterwegs. Wollte man nicht. Ah, da brauchte man Honig für, ne? Um das Brot zu machen, ne? Fehlt hier das? Fehlt hier, okay. Da reifen. Den Honig. Keramik. Obwohl das auch, glaube ich, nicht mehr von Bedeutung ist. Schon unterwegs. Was hatten wir hier? Thessaloniki? Ja, ich weiß gar nicht. Ne, da ging das Handeln, glaube ich, nicht. Weil keine Farbe drin ist, ne? Hier ist grün, da geht's. Das. Und, ja, die Hemden wären interessant. Das. Das. Sehr wohl. Nochmal höher. Sehr wohl. Haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Und alles nicht wichtig. Ja, wir können jetzt noch irgendwo anders hingehen, ne? Komm, wir gehen nach Sofia, mal gucken, was da Sache ist. Und dann über Ala vielleicht zurück. Ja, dauert eine Weile, bis der da jetzt rum ist, ne? Die 80% oder 84% hatten wir, glaube ich, sogar, die sind natürlich gleich weg, ne? Geht nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Haben sie. Ja. Ich glaube, es ist so gut wie nichts Interessantes. Ja, mal schauen, ne? Ist nicht. Da sind 46. Ja. Ist nicht. Wenn dann Kohle, ich glaube, die brauchen sie da unten auch, ne? Ausgeschlossen! Athen nach Mystras. Geht's da noch? Ja, jetzt dauert es länger, da fällt es dann wieder richtig stark runter, ne? Aber wir müssen gucken, dass wir auch was anderes kriegen. Aber das wird jetzt, das gestaltet sich schwer, ne? Das ist nichts. Das hat es nicht so wirklich gebracht, ne? Laufen wir nach Konstantinopel wieder dann zurück. Ja, die 95%, die sind schon eine Hausnummer. Jetzt mir. Aber ich kann das nur aufrufen, wenn ich da bin. Na, genau.
Gut. Honig ist interessant. Das und das. Ich glaube, die Wolle nehmen wir auch nochmal mit. Aber ich weiß es jetzt auch nicht, ob das gut war. Warte mal, dann lass uns nochmal gerade gucken. Die Felle sind hier, ja. Die können wir da gebrauchen, ne? Glaube, oder? Ja, da werden Hemden gemacht dann, oder? Warte, lass gerade gucken. Felle brauchen sie, genau. Die machen wir da raus. Die nehmen wir mit. Der Rest ist schon nicht mehr da. Sehr wohl. So, dann da abliefern. Gucken, wie die Stadt gefallen ist. Wahrscheinlich sehr viel. 80. Den Prunk hat nichts gebracht. Produzieren ganz schön viel Fleisch. Wenn ich das aber mitnehme, hat das einen negativen Einfluss auf mich, glaube. 85 für den Honig. Tuch bringt nichts. Keramik 3. Wolle bringt auch nichts. Kohle. Oh, Kohle hat 2 gebracht. Sag jetzt nicht, wir kriegen die 5 durch den Wein. Nein, leider nicht. Aber wir sind nah dran. Gut. Mit Freude. Dann mal schnell rüber. So. Die 2. Der Rest bringt doch nichts. Sehr wohl. Zack, schnell nach Konstantinopel. Gucken, dass wir den Handel hier noch voranbringen. 14. Na, hier ist jetzt nichts Tolles, ne? Die 16 nehme ich mal noch mit. Mit Freude. Mal zurück. Die 2 mitnehmen. Hemden sind noch nicht gefertigt. Was brauchen die denn noch vom Hemden fertigen? Felle. Haben sie. Was brauchen wir noch? Ach, keine Ahnung, ne? Mit Freude. Oh. Gut. Fast nichts im Gepäck. Hat nichts gebracht, der Honig. Auch schön. Und die Metalle auch nicht. 91%. Mit ja, Vergnügen. Schlecht. Honig. Oh, hier sind jetzt 3 Hemden da. Exquisit. Reisen wir weiter. Wir müssen noch ein bisschen was sammeln. So kommen wir nicht auf die 95. Das ist zu wenig. Honig. Der Wein reißt uns raus. Und die Keramik hier. Der Rest ist nicht interessant. Ich glaube, ich gehe erstmal einmal runter. Mit Vergnügen. Vielleicht reicht's. Aber warte mal, wir halten hier nochmal gerade schnell an. Nehmen mindestens die 2 mit. Die 3 Hemden noch. Vielleicht reicht uns das noch raus. Haben wir noch. 91. Nix. 92 und der Wein. 93. Es fehlen uns diese 2 kleinen Points, ne? Jetzt machen wir mal Diplomatie auf. Gibt es noch etwas, was wir klären müssen? 50% Angebot unterbreiten. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Gold.
Gucken wir mal, 200.000, ne? Forderung und Sympathie. Nicht 69. Schlecht, euer Angebot. Ja. Machen wir nochmal. Na dann lasst mal euer Angebot hören. 100.000, ne? Sympathie. Nicht schlecht, euer Angebot. Das wären 80%. Das ist schon mal was. Okay, das kriegen wir hin. Die Karte aus Versehen gedreht, das wollte ich nicht. Mit Vergnügen. Dann wollen wir mal schnell zusehen. Da ist ein Zelt. Sollen wir so ein paar Sachen zusammenkriegen, ne? Der Trunk. 4 Hemden. Komm, nehmen wir noch mit. Keramik. Werkzeuge und Tuch. Komm, einmal runter und gucken, in der Hoffnung, dass es klappt. Wir haben noch 92%. Wir haben 93%. Hat nichts gebracht. Die haben auch nicht. 95%. Diplomatie. Schönen guten Tag. 80%. Was gibt es denn? Ihr habt was anzubieten? Forderung. Immer gerne. Mindest beibehalten. Komm, wir geben dir nochmal 100.000 Gold mit auf den Weg. Wir müssen hier hin, ne? Okay. Sagt mal, ist das euer Ernst? Ja, das war mein Ernst. Ich hätte jetzt gerne gewusst, wie ich die Stadt übernehme, ne? Ja, friedlich übernehmen sollte ich diese Stadt. Schönen guten Tag. Was gibt es denn sonst noch zu bereden? Wartet seit 8. Mit Freude. Dann können wir nur wieder loslaufen und noch ein paar Punkte sammeln und dann überlegen, wie wir diese Stadt friedlich übernehmen. Nochmal reinlesen. Wir sind mit Tiber Stadt. Tja, was bisher geschah? Na, ich glaube, das ist jetzt alles, was wir hatten, ne? Exquisit. Jetzt brauchen wir noch 1 Million an Geld dann. Das ist ja auch doof. Da fehlen uns 150.000 dann im Endeffekt. Das kaufen wir. Die nehmen wir auch mit. Das. Das und das. Der Rest ist jetzt erstmal egal. Mit Freude. Gucken wir. Handel. Mitnehmen. Wein und sowas ist nicht da. Sehr wohl. Runtergehen. Jetzt haben wir wieder die 95. Sogar 96. Jetzt haben wir 100%, ne? Und da sind noch 4 Runden, die wir brauchen. Was gibt es denn sonst noch zu bereden? Und dann müssen wir 1 Million zusammen haben, um die Stadt zu übernehmen.
Ja. Schon unterwegs. Viel Geld. Gut. Mehr Handel treiben, oder wie ist das? Die brauchen hier Stoffe. Brauchen eigentlich alles da, ne? Mit Vergnügen. Gut, aber weitere Dinge, denke ich mal, werden wir in der nächsten Folge dann hier machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.